next talk is going to be Shut Up and Take My Money by Vincent Halpert. Vincent is a research associate at the Security Research Group of the Department of Computer Science at Friedrich Alexander Universität in Erlangen, Nuremberg, Germany. Typical, very long German word. His main research interests are authentication. Hauptinteressen sind Systemsicherheit und Software-Sicherheit und Sicherheit auf Mobildevices. Das zweite Mal, dass er auf dem Kongress ist. Letztes Jahr war es konzeptionelle Sicherheit von Apps in Online-Banking. Dieses Jahr wird er die erfolgreichen Hacks mit denen er ganze Bank-Accounts von App-Nutzern übernommen hat. Yeah. Hello again. Thanks Willkommen. For warm welcome. Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Right Und dann, dann steigen wir gleich mal ein. Okay. Wir haben nämlich ein hartes Programm. All, als erstes, Online-Banking ist was, was uns alle betrifft, weil virtuell, also es hat wirklich jeder, weil jeder benutzt es. In traditionellen Online-Banking haben wir zwei Geräte benutzt. Eins, um unsere Bezahlung zu beginnen und das andere Gerät, um diese Transaktion zu bestätigen. Jetzt mit diesem ganzen App-Banking gehen wir jetzt dahin, dass beides in ein Gerät integriert wird. Es wurde normal, diese beiden Geräte in zwei Apps zu bauen. Also man hat nur ein Gerät und zwei Apps, um diese Transaktion zu authentifizieren. Letztes Jahr habe ich gezeigt, dass das schon konzeptuell Probleme hat, aber das ist nicht das Ende. Es gibt der letzte Schritt in der Entwicklung war das Ganze in einer App. Also ich habe das schon letztes Jahr gesagt, es macht nicht so arg viel Unterschied. Also Banken erzählen euch jetzt nicht Müll, dass sie zwei Apps haben und dass sie getrennt sind, sondern es ist jetzt in einer App. Man macht jetzt die Initialisierung und die Konfirmation in derselben App. Dieses Mal will ich über N26 reden, das neueste heißeste Startup in Deutschland, in der Finanzszene. Dieses Mal werde ich nur über die technischen Probleme reden. Aber es ist immer noch klar, dass wir dieselben konzeptuellen Probleme haben, wie wir bei der Two-App-Authentifikation hatten. Aber diesmal werde ich mich nur auf diese eine App. Kurz über N26. Das ist eine Berliner Firma, die versucht, das Handy als die finanzielle Schnittstelle zu etablieren. Alles aus dieser App heraus passiert. Es wurde 2013 gegründet und sie haben 2015 mit ihrer App gestartet und sie haben schon 200.000 Kunden, was wirklich unglaublich ist. Es hat jetzt auch seine eigene europäische Banklizenz, also schon seit einem halben Jahr. Und es hat vor einem Monat eine Pressemitteilung rausgegeben, dass jetzt verfügbar ist in 17 Ländern. Und sie behaupten, man kann den Bankaccount in acht Minuten öffnen und wie sich herausstellt, man kann ihn noch schneller verlieren. Also, um mal kurz über die Transaktions-Security hier zu reden. Wenn man hier eine Transaktion machen will, muss man sich zuerst einloggen. Das funktioniert mit deiner E-Mail und deinem Passwort. Das ist ziemlich standardmäßig. Danach kann man eine Transaktion beginnen. Nachdem man all die Informationen eingegeben hat, muss man noch einen Transfercode eingeben. Das ist eine
vierstellige Nummer, die man mitgeben muss, man kann es auch PIN nennen. Und der letzte Schritt ist das paired, also ist das verbundene Telefon dazu. Das ist wahrscheinlich das Hauptfeature von der N26 App. Man kann nur ein Handy damit verbinden. Von der technischen Perspektive her, wenn die App das erste Mal startet, generiert es einen Private und Public Key Pair und schickt den Public Key an N26. Wenn man jetzt ein Device neu verbindet, ist es ein ziemlich abgesicherter Prozess, aber wir reden darüber später. Um jetzt nur kurz über die Infrastruktur zu reden, die haben zwei Apps, eins für iOS und eins für Android, und die reden über JSON mit dem N26-Server, und die URL seht ihr auf der Folie. Woher weiß ich, dass es JSON ist? Ich habe das Ganze selber mitgeschnitten und konnte dann nachvollziehen, was das Protokoll macht. Man installiert in der Mitte ein Zertifikat, das man und man kann dann das Zertifikat austauschen, indem man das Ganze über ein VPN leitet. Aber ich musste noch nicht mal den Client anfassen, weil sie noch nicht mal Zertifikat-Pinning machen. Das Erste, was einem dann in den Kopf kommt, ist, dass wir vielleicht die Transaktionen in Realtime verändern können. Also wir verändern zum Beispiel den Empfänger und der Benutzer merkt davon nichts. Also wenn man dann die Grafik nochmal anschaut, also wenn man halt so den DNS-Record von TAC26 zum Beispiel bekommt und dann das umleitet auf sich selber und dann halt den Traffic verändern kann. Und weil es kein Certificate-Pin gibt, können wir halt zum Beispiel ein Let's Encrypt-Certificate dafür generieren und dann vertraut die App dem auch. Wie funktioniert das? Also hier als Beispiel. Also zum Beispiel will ich 2 € an meinen Freund Dominik senden und dann werde ich nach dem Transfercode gefragt, dann die Second Factor Authentication, wo ich dann den Transfer nochmal bestätigen muss, also der nächste Dialog. Und dann ist es bestätigt und ich sehe 2 € weniger auf meinem Account, alles sieht gut aus. Im nächsten Schritt sehe ich dann aber, es sind 2 € weniger. Aber wenn N26 dann gesehen hat, dass wir 20 € transferiert haben, ohne dass es halt sichtbar wurde. Aber ja. Es kam ja erst später raus und wir können also Transaktionen in Realtime verändern und wäre es nicht wirklich toller, noch Accounts zu übernehmen, um dann unsere eigenen Transfers zu machen. Dafür brauchen wir die Login-Credentials, also die Login-Daten. Und wie bekommen wir die? Actually, I want to assume to partly or mostly that the login credentials are already compromised. Also ich will eigentlich davon ausgehen, dass die Login-Daten schon kompromittiert sind, aber es ist auch gemacht, wird es auch teilweise einfacher gemacht von N26, um halt die Login-Daten anzubekommen. Wenn man zum Beispiel das Passwort vergessen hat, dann schickt N26 einfach ein neues Passwort und wenn man den Link anklickt, kann man das Passwort ersetzen. Das macht die Passwort-Policy von N26 kaputt, weil die eigentlich ziemlich gut ist, aber wenn man halt dann den E-Mail-Account kompromittiert hat, dann ist eben auch der Bank-Account kompromittiert. Dann Phishing könnte möglich sein, zum Beispiel durch eine ähnliche Domain.
Also, dass damit der Benutzer halt sich zu Hause fühlt und man will halt nur, eigentlich will man es dann nur zu N26 für Kunden senden und man muss halt irgendwie eine Nummer, eine Möglichkeit haben, um sie die Benutzer zu kontaktieren. Und dann die Domain, normalerweise ist es number26.de, aber zum Beispiel number26.tech ist frei und ja, die hört sich ja ziemlich normal an und die gehört jetzt mir. Wie man dann an die N26 Kunden kommt, es gibt halt zum Beispiel sowas wie Peer-to-Peer-Transaktionen, zum Beispiel wenn ein Transfer an einen Kunden zwischen zwei N26 Kunden ist, dann sind die Transaktionen finden sofort statt und alle Kontakte werden halt ungehasht zum N26 Server hochgeladen, was dann für diese Peer-to-Peer-Transaktion benutzt wird. Aber wir wollen das natürlich benutzen, um halt die Kunden zu finden. Also vielleicht erinnert ihr euch an den Dropbox-Hack, der irgendwie 86 Millionen Kunden öffentlich gemacht hat. Und wir haben alle diese 68 Millionen Kundendaten gegen die API von N26 getestet und es gab halt keine Checks oder so von N26. Wir haben uns nicht limitiert oder so. Und darüber haben wir dann halt die Kunden bekommen und wir können sie dann kontaktieren, zum Beispiel über so eine E-Mail. Wir können zum Beispiel sagen, ja, hier seid vom Dropbox-Leak beeinträchtigt und bitte ändert euer Passwort. Und dann haben wir halt, da können wir dann unsere Fake-Domain halt angeben. Also, wir haben das natürlich nicht gemacht. Mein Professor hatte da so rechtliche Bedenken. Okay. Also wenn wir dann die Login-Daten haben, okay, können wir damit schon was machen? Dann gibt es Transaktionen über Siri, die mit iOS 10 nun möglich sind. Also man kann zum Beispiel einfach sagen, sende 5 Euro zu Dominik und dann gibt es eine Benachrichtigung und man sagt nochmal senden und dann wird es abgeschickt, ohne dass sich die App öffnet und man irgendwie das Passwort eingibt oder so. Das geht halt nur mit dem verknüpften Gerät und mit einem anderen Handy geht es nicht. Also dann, wenn es auf dem anderen Handy wäre, müsste man wirklich die App öffnen und dann... Also, aber es stellt sich heraus, dass es nur ein Feature des Clients ist. Also man muss halt, das ist alles, was man braucht. Also nur den Namen und Handynummer. Und es ist also nicht verifiziert, sondern die Verifikation ist halt nur auf dem Klienten statt. N26 behauptet, dass sie sofort halt irreguläre Transaktionen oder so feststellen. Und wir dachten also, ja, Challenge accepted und probieren das mal aus. Was sie dann gemacht haben, und ich finde, das ist ziemlich irregulär. Wir haben 2000 Siri-Transaktionen geschickt mit dem Wert von einem Cent über 30 Minuten. Und ja, versucht mal so schnell zu sprechen. Also was ist passiert? Wir haben dann noch ein bisschen gewartet und noch einen Tag. Niemand hat uns kontaktiert. Und wir haben dann irgendwie... So nach 3 Wochen haben sie dann Dominik geschrieben und gefragt, was da mit all diesen komischen Transaktionen ist.
Und sie meinten, ja, das ist halt gegen die... dass es gegen die Terms of Service ist. Aber ja, dass Dominik hat die Sachen, die Sendbeträge nicht gesendet, aber sondern empfangen. Und dann haben sie also die falsche Person kontaktiert. So wie wenn man halt ja, Spam bekommt und dann von Google geblockt wird oder so. So, dann geht es um Account Hijacking. Wir den Transfer Code brauchen. Wir werden versuchen, den Transfer Code zurückzusetzen und dann das Handy zu übernehmen. Aber das ist auch nicht so unabhängig, wie es scheint. Unpairing ist wirklich sehr, sehr sicher. Und das ist meine ernsthafte Meinung. Jetzt schauen wir uns das mal an. Man öffnet die App, man klickt Unpair und dann bekommt man eine Mail. Und dann muss man der Unpairing-E-Mail folgen. Dann fängt der richtige Unpairing-Prozess an. Man muss den Transfer-Code eingeben, dann die Mastercard-ID. Das ist nur bei N26, aber es ist wirklich wichtig. Die haben eine Zahl mit 10 Zeichen auf die Mastercard gedruckt und die muss man dann halt eingeben. Und im letzten Schritt muss man dann noch ein Token eingeben und dann ist erst das Unpairing fertiggestellt. Zum Unpairing braucht man also E-Mail-Account, Transfer-Code, Mastercard und die SIM-Card, um den Token mit per SMS bekommen. Also, eigentlich sollte man ja meinen, man kann nicht in allen davon Fehler machen, aber so wie hat N26 es geschafft, auch in jedem Schritt einen Fehler zu machen. Wenn man jetzt auf den Button klickt, Unpairing, dann schicken sie den Link als Antwort, dem man dann in der E-Mail folgen muss. Es ist einfach da. Also man braucht den E-Mail-Account nicht mehr. Es ist schon eine Antwort. Ja, okay. Das nächste ist der Transfer-Code, den überspringe ich im Moment und wir kommen da gleich wieder zurück. Also das nächste, was wir machen, ist die Mastercard-ID. Die ID ist auf die Karte gedruckt und Zugang zur Karte haben wir leider nicht. Also was machen wir jetzt? In der Übersicht sieht man sehr viele Informationen, also der Empfänger zum Beispiel. Und wie es sich herausstellt, ist, dass sie die Mastercard-ID benutzen als Prefix für einen Nutzer. Das wird zwar dem Nutzer nicht angezeigt, aber es ist halt in der Schnittstelle da. Und das heißt, man kommt da ran. Okay. Also. So whenever, okay, wir kennen jetzt immer noch den Transfer-Code nicht. Aber was wir machen können, ist ihn zurücksetzen. Und es braucht dazu nur die Mastercard-ID, die wir gerade eben bekommen haben. Also man gibt die Mastercard-ID ein, und wo ich ja gerade gesagt habe, wie wir sie bekommen, und dann bestätigt man das und dann bestätigen wir unseren neuen Transfercode. Und deswegen brauchen wir den alten Transfercode nicht, weil die Mastercard-ID schon ausreicht. So, das letzte Problem ist noch die SMS. Wir kommen nicht an die SIM-Card ran, wir haben keinen Zugang zu dem Handy. Aber es ist eine 5-Zahlen-Zahlnummer und es ist auch nur eine Nummer. Es sind nur 100.000 Möglichkeiten.
Und für und das Login-Menü hat eine Brute Force-Absicherung, aber diese Schnittstelle nicht. Also das Maximale, was ich aus dem Backend rauskitzeln konnte, waren 160 Anfragen pro Sekunde. Das heißt, es es braucht so im Durchschnitt 5 Minuten, bis man den Token richtig hat. Und das heißt, am Ende können wir es einfach brute forcen, dann sind wir da auch durch. So, und jetzt zur Demo. Mal schauen, ob es wirklich funktioniert. Also wir loggen uns jetzt zuerst in die App ein. Wenn es jetzt, um zu schauen, ob das Ganze verknüpft ist, wenn das Ganze nicht verknüpft wäre, würden wir jetzt sehen, dass wir unser Handy verknüpfen sollen. Es öffnet, wunderbar. Und jetzt starten wir unser Skript. Und N26 behauptet, dass das Ganze nicht skaliert. Those are the login credentials that we do. Das sind also es passiert gerade alles und auf was wir warten ist gerade das Brute Forcing. Und ich muss zugeben, ich hatte wirklich Glück, weil wir sind jetzt durch. Also das ist die Antwort. Wir haben jetzt den SNMS-Token und das Telefon wurde unpaired. Jetzt schauen wir natürlich in der App nach, ob das funktioniert hat. Touch ID ist ausgelaufen. Das ist gut. Das bedeutet, es hat sich was verändert. Wir loggen uns jetzt mit unserem Passwort wieder ein. Und es fragt uns jetzt, dass wir das Phone neu pairen. Verknüpfen. Yeah. Also, bevor ich sogar noch bevor ich es gesagt habe, das Ganze skaliert wirklich gut. Das einzige Problem ist, dass es 3 E-Mails an den Nutzer schickt. Das eine, das Unpairing, wenn das Unpairing funktioniert hat, der Transfer-Code-Änderung und das Passwort-Änderung. Also, der Diebstahl ist perfekt möglich. Gibt es eine Möglichkeit, das zu verhindern? Also, jetzt rufen wir mal den Kundensupport an. Der Customer Support ist die stärkste stärkste Stelle in dem ganzen Security Modell. Es kann Sachen ändern, die selbst du noch nicht ändern kannst. Also reden wir mal mit ihnen. Sie können also auch Phones unpairen. Die Frage ist natürlich, du kannst sie natürlich nicht einfach anrufen und sagen, bitte unpair mein Phone mal bitte. Sie fragen nach einer Authentifizierung. Und nach was sie fragen, ist natürlich die Mastercard-ID. Die kennen wir schon. Den aktuellen Kontostand, den wir ja schon haben. Und was uns noch fehlt, ist der Geburtsort. Aber wie immer kann man die Information zwar nicht innerhalb der App sehen, es wird einfach nicht angezeigt, aber es ist da. Also die wissen mehr über mich als sogar ich. Also das bedeutet jetzt, wir haben jetzt alle Informationen, die wir haben wollen, und wir können alles ändern, was wir wollen, und der Nutzer wird keine E-Mail bekommen. Das ist wunderbar leise und versteckt. Ich habe schon gehört, ich habe nur 50 Euro auf meinem Account, warum sollte mich das interessieren? Das ist ein valides Argument, weil viele N26-Accounts aufgemacht werden aus Interesse und viele sind inaktiv oder werden nicht ernsthaft benutzt als Gehaltskonto genutzt. Man benutzt vielleicht noch ein bisschen was zu zahlen, aber nicht wirklich viel. Also es ist nicht viel Geld drin. Aber dass das der finanzielle Hub sein will für alle Services, kann man das Konto überziehen.
Es wird nämlich innerhalb von zwei Minuten überzogen. Und man hat garantiert 50 Euro und nur bis zu 2000 Euro. Und man braucht dazu nur das gepairte Device. Aber was haben wir denn gerade gemacht? Wir haben das Gerät resettet. Wir kapern also den Account, unpairen das Phone, nehmen dann ein anderes und nehmen das ganze Geld, was es dort gibt. Selbst wenn du kein Geld auf deinem Konto hast, also bist du nicht sicher, weil wir können es überziehen. Also das war echt was. Ich möchte nur kurz über die Disclosure reden, bevor ich zum Schluss komme. All diese Fehler habe ich zu N26 gesagt. Ich habe den Kontakt nicht hergestellt, das hat der CCC gemacht. Ich habe das gemacht, weil ich nicht sicher war, wie N26 darauf reagieren würde. Es gab, aber sie haben sich wirklich professionell verhalten und sie waren sehr dankbar, dass ich diese Sicherheitslücken gefunden habe und ihnen auch Bescheid gesagt habe. Danach haben sie nach und nach die Probleme behoben. Ich habe keine Ahnung, wann sie das erste Mal den Fehler behoben haben. Den letzten, von dem ich wusste, war am 13. September, wenn sie das Zertifikat Pinning eingebaut haben. Ich habe es nicht gecheckt, aber anscheinend sind alle Fehler behoben. Also ja, was sind jetzt die Konsequenzen daraus? N26 muss wohl wirklich mehr Fokus auf Sicherheit legen. Das ist wohl, ja, es ist halt nicht genug, einfach Mobile First meet Safety First zu sagen und schicke Videos zu releasen, sondern Sicherheit ist halt wirklich auf wirklich wichtig und es sollte nicht nur ein Slogan sein. Wenn man die N6 mal anschaut, dann haben sie irgendwie 44 offene Positionen, aber nicht ein einziger davon beschäftigt sich mit IT-Sicherheit. Ja, man vertraut halt normalerweise der Bank, dass sie mit meinem Geld sinnvoll umgehen. Aber ja, es ist halt. Und dann muss man halt auch die Bankinstitutionen anschauen. Also BaFin hat irgendwie vor ein paar Monaten erst die Bankenlizenz gegeben. Und ja, da sollte man sich ja mal Gedanken machen, wie, dass sie auch an die Sicherheitsrisiken bei den Banken anschauen und nicht nur andere Sachen. Vielen Dank. Vielen Dank, Vincent. Das war super und auch irgendwie ein bisschen beängstigend. Wir haben nur wenig Zeit für Fragen. Gibt es Fragen für Vincent? Na, ich denke wohl, jeder löscht gerade seine Banking-Apps und so. Nummer 6, da. So, schnelle Frage. Do you know whether they have disallowed ob sie verboten haben, dass alte Apps sich noch weiter verbinden mit der API? Also wenn jemand seine App noch nicht aktualisiert hat, wenn jemand jemand mit einer alten App wäre noch attackierbar. Also sie wissen nicht so genau, welches Gerät du benutzt. Und ja, deswegen wissen sie auch nicht, ob du noch eine alte Version benutzt. Vielen Dank
für den Talk. Haben Sie dich eingeladen, auch eingeladen, den Talk bei Ihnen zu halten? Ja, wir waren in Kontakt und Sie haben mich auch eingeladen, den Kontakt bei N26 zu halten und ich habe da auch einen Workshop gemacht. Ja, das stimmt auch wirklich. Nummer 5, du hast kurz Let's Encrypt genannt und du hast das nur so kurz genannt, aber weißt du da, was ich nicht weiß? Du hast gesagt, dass du ein Let's Encrypt Certificate bekommen hast. Wie hast du das gemacht? Ja, das habe ich nicht gemacht, aber das war ein mögliches Szenario. Ein mögliches Angriffsszenario. Ja, ich habe den DNS-Record nicht wirklich übernommen. Vielen Dank fürs Kommen und einen Applaus für Vincent.